Stivas, Stivas Locomoto, Shubunimbu Alcara, Stahlbad. Klabautermann! Ihr guckt ja, als hättet ihr noch nie ein Schiff gesehen. Mara, dieses verfluchte Weibsbild. Stahlbart? Ich hätte ihr das Herz herausreißen sollen. Gebt mir einen Säbel. Ich werde das jetzt gleich erledigen. Du bist dir aber schon bewusst, dass du tot bist, oder? Gut, dir werde ich gleich helfen, Bursche. Ich habe immer noch genug Kraft in den Knochen, um dir das Fell über die Ohren zu ziehen. Ach ja Gott, der arme Stahlbart. Aber dass er das ganze Schiff hat, die ganze bärtige Jungfrau, ist ja mal geil hier. Ach Mann, 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 Mann. Du hast keine Knochen mehr, du bist tot. Was? Ja, du hast recht. Kein Grund mehr, diesem Scheusal den Garaus zu machen. Wo ist sie? Ha. Du meinst Mara? Sie ist nicht hier. Oh, diese feige Ratte. Ja, verkriech dich nur in deinem Loch. Eines Tages werden wir den Kampf zu Ende bringen. Willst du gar nicht wissen, wie es Patty geht? Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Oh Mann, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Ha, so ein Unsinn! Naja. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, einige Dinge in meinem Kopf zusammenzufügen. Du bist dieser Kerl, den meine Tochter angeschleppt hat. Ja, richtig. Und, Wir waren zusammen an der Schwertküste und haben Crow aufgemischt. Crow, dieser Mistkerl. Was macht er denn an der Schwertküste? Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Das ist ein ganz übler Bursche. Vor allen Dingen ein ganz toter. Dein Kampf gegen Mara ist zu Ende. Und sie hat gewonnen. So? Und warum stehe ich immer noch hier? Und sie ist über alle Berge? Hm? Du bist tot. Was? Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Yep. Das ist gut. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren. Och. Gib mir einen Säbel. Ich werde die Sache jetzt gleich erledigen. Das hast du gerade schon einmal gesagt. Ja. Was? Wirklich? Schon gut, lassen wir das. Ich habe so ein komisches Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Meine Hände sehen so merkwürdig aus. Ja, du bist ja auch nur noch ein Geist. Ha, siehst du? So fühle ich mich auch. Sag mir, wo du das Amulett der Erde versteckt hast. Amulett der Erde? Ach so. Ja, ich erinnere mich. Aber warum sollte ich dir davon erzählen? Ach, Mann. Weil ich in deine Fußstapfen getreten bin. Was? Du? Ernsthaft? Du wolltest, dass ich die übrigen Artefakte suche, falls du dich erinnerst. Oh, du hast recht. Also, wo hast du es versteckt? Schon gut. Lass mich nachdenken. Ah, ja. Garcias Schatz. Ich habe es in Captain Garcias Schatztruhe versteckt.
bin ihm hinterhergeschlichen und der alte Zöpel hat nichts gemerkt. Eines Tages hätte ich ihn ausgenommen wie einen Hering. Was, wenn er es gefunden hat? Auf keinen Fall. Damit rechnet keiner. Wo finde ich Garcias Schatz? Der Schatz befindet sich in einer Höhle auf Antigua, hinter dem großen Wasserfall. Ah! Hier hast du eine Karte. Das Losungswort für den Zugang lautet: Garcia ist der Größte. Klar. Was? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Nun denn, es ist Zeit für mich zu gehen. Viel Glück, Junge. Boom. Und sein Schiff bleibt da? Hm, er hat mir eine Karte gegeben. Ist das jetzt eine einfache Karte? Weil eigentlich müsste die ja auch so geisterig sein. Ha, wenn er sie doch dabei hatte. Und? Hast du deine Antworten erhalten? Tja, ich hätte gerne länger mit ihm gesprochen. Die Bräuche der Ureinwohner sind dir offenbar nicht fremd. Ich spüre die Magie des Voodoo in dir. Ich habe es bei den Chaganumbi gelernt. Der Geist deines Freundes ist nun an das Zepter gebunden. Du bist stark genug, um es selbst zu nutzen. Du meinst, ich kann Stahlbarts Geist auch außerhalb des Totenreichs herbeirufen? So ist es. Alter! Gib mir das Schädelzepter. Hier, nimm es und bewahre es gut. Lass die Kraft des Voodoo durch deine Arme in die Spitze des Zepters fließen. Dann wird dein Freund erscheinen. Holen wir ihn doch gleich mal zu Patty. Bring mir Voodoo bei. Was willst du wissen? Ah, Voodoo-Meister. Voodoo 10. Zum dir müssen wir dann also kommen, ha? Voodoo 9. Totenkult, das können wir machen. Weise mich im Totenkult ein. Der Totenkult verehrt die Toten, unsere Ahnen. Wir benutzen unser Voodoo, um die Macht der Toten zu stärken. Ich werde dir die geheimen Formeln zeigen, die die Ahnen ehren und stärken. Oh. Wo sind sie? Zeig doch. Ich stehe hier. Ich bin bereit. Voodoo 5, Totenkult 1. Naja, erstmal gucken, wie viel Geld ich überhaupt habe. Ach so, machen wir's. Bring mir Voodoo bei. Was willst du wissen? Weil das haben wir. Ich will meine Kenntnisse über den Totenkult verbessern. Dein Voodoo ist stark genug, um die schweren Rituale zu lernen. Sie geben den Geistern in unserer Welt noch mehr Macht. Okay, haben wir das also gelernt. Jetzt haben wir Voodoo insgesamt, also schwarze Magie, Totenkult 55, Ritual 25, hui. Ritual ist ja klein. Totenkult, jap. Und das Zepter von Starbart erhalten. Starbart, komme her. Hi. Ah, es ist gut, wieder unter den Lebenden zu sein. Ja, und das Gute dabei ist, ich kann dich jederzeit rufen und wieder verschwinden lassen, wie ich will. Verschwinden lassen? Was redest du da? Ich bin Gregorius Emanuel Stahlbart. Hm? Schrecken der sieben Meere, gefürchtetster Kapitän. Ja, schon klar. Ich erkläre dir das ein anderes Mal. Hä? Ach, als Begleiter. Irgendeine Idee? Wer, ich? Nein. Irgendeine Idee? Wer, ich? Nein. Okay. Stahlbart wegschicken. Ah, du kommst jetzt mit. Du bist mein treuer Geisterbegleiter. Das ist lustig. So, wir gehen jetzt aber so wieder zurück. Wir haben nichts mehr in diesem Reich verloren. Merkwürdiges weißes Reich.
Damit haben wir die Insel der Toten abgeschlossen. Und als Souvenir haben wir den Gregorius und eine Schatzkarte. Die Schatzkarte wollen wir auch sogleich mal. Antigua. Bringe den rum nach Antigua. Was? Insel der Toten. Das zweite ich. Ja. Wenn ich das auf der Karte markieren würde, hätte ich in der Tat was. Bones. Auf der Insel der Diebe? Bones. Ich schätze mal, dann machen wir dorthin den ersten Abstecher. Ja, aber das war es nicht, was ich wollte. Takariu, Antigua, Schatzinsel, Starbarts Schatz. Schmierige Knöcheln. Das schmierige Knöchlein. Wo hätten... Patty. Ach so. Was haben wir hier noch? Waffen? Ach, ja. Legendäre Gegenstände. Also, ach hier. Genau, da haben wir es doch. Sesam, öffne dich. Wenn wir das markieren... Auf Antigua. Da oben. Hinter dem Wasserfall. Also kann man da doch hoch. Ich habe doch damals versucht, hier hochzuklettern. Das ging aber nicht. Ich muss durch den Wasserfall, durch eine riesen Höhle hier. Und, oh Gott, da wird viel drin lauern. Wir haben es also noch nicht in den Händen. Hey, wir haben Stahlbatzmütze übrigens jetzt im Doppelpack dabei. Deswegen haben sie das als Bug gefixt, dass man den Stahlbatzhut nicht verkaufen kann. Sonst könnte man hier gar nicht weiterkommen und den Hut hinterher gar nicht wiederbekommen, weil man das hier nicht zurückkaufen kann. Das ist ein spielzerstörender Bug. Ein Glück, dass ich nie auf die Idee kam. So, Starbarts Geist. Wir kehren jetzt langsam zurück hierhin. Und Taos, genau wie du, in beiden Welten vorbranden. Gut, wir müssen also nicht immer wieder ins Reich der Toten. Dann schnappen wir uns unser Ruderboot und gehen jetzt... zur Insel der Diebe. Hatte ich die Kiste schon? Offenbar ja. Es ist inzwischen Nacht geworden. Und ich behalte Stahlbart dabei. Der ist jetzt mein untotes Crewmitglied. Mal sehen, wie er sich in Kämpfen macht. Bin ich gespannt. So, Paddy. Endlich, du bist wieder da. Und ich habe den Geist deines Vaters gefunden. Los, erzähl! Ich konnte ihm nicht nur meine Fragen stellen, ich kann ihn jetzt auch jederzeit rufen. Du meinst, sein Geist wird uns jetzt begleiten? Das schon. Aber sein Gedächtnis ist leider nicht das Beste. Er hat vieles vergessen. Er wird sich schon erinnern, wenn es sein muss. Ausruhen kann er sich später. Wir haben schließlich noch was vor. Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar? Wieso? Was macht er denn? Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Hm. Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Okay. Ich habe mit deinem Vater über das Amulett der Erde gesprochen. Und? Wo ist es versteckt? Captain Garcia hat seinen Schatz in einer Höhle hinter dem großen Wasserfall auf Antigua versteckt. Dein Vater hat das Amulett in die vergrabene Schatzkiste am Ende der Höhle getan. Das Losungswort für den Eingang lautet: Garcia ist der Größte. Soll das ein Witz sein? Nein. Wir setzen gleich neuen Kurs. Ich will erstmal mit Jafar reden. Ach ja, dein Vater darf sich nicht ausruhen, aber du. Du, ja, wie immer. Chani? Kamotao Kabuki Raka. Was ist los? Viele Reisen, lange Wege, viele Kämpfe, lange Gespräche, alles dauert viel zu lange. Wir haben unsere Aufgaben, die wollen alle erledigt werden. Wir verschwenden unsere Zeit. Locker bleiben, Prinzessin, alles zu seiner Zeit. Zügle dein Temperament. Zügle dein Temperament. Sonst wirst du mich kennenlernen, Fräulein. Wasabi Palava, Gucho. Du wirst deinen Kampf bekommen. Aber es wird noch etwas dauern. Egal, ob du hier herumwetterst oder nicht. Kamotao Kabuki Raka. Yala, yala. Schluss jetzt. Okay. Was ist dein Problem? Ich bin die Tochter des Barkir.
Ich bin es gewohnt, Befehle zu erteilen, nicht sie auszuführen. Na schön. Ich versuch's mal damit. Ich brauche dich als starke Waffengefährtin. Ohne dich bin ich nur halb so stark, richtig? Chi. Wir wollen doch die Welt retten, oder? Chi. Dann führe auch meine Befehle aus, okay? Chi. Gut, und jetzt wieder an die Arbeit. Wir reden später nochmal darüber. Was haben meine Mannschaftsmitglieder plötzlich alle so am Hut, dass sie... Ah, sie heilt mich. Jetzt wieder an die Arbeit und sie heilt mich. Hey, Smutje, was gibt's heute? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Warum nicht? Tja, es ist lecker. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was? Ich habe es völlig versalzen und viel zu viele Schlammwürstlinge hineingegeben. Aber es scheint das beste Ragout zu werden, was ich je zubereitet habe. Lecker. Möchtest du eine Kelle? Später vielleicht. Ei. Ich hätte gerne probiert an deiner Stelle. Klang ja lecker. Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Bleso? War mir klar, dass du auf dem Ohrtaub bist, kleiner Langfinger. Tu dona blemo chaffa, missada. Ja, du kannst traurig sein, wie du willst. Was sagst du? Jaffa versteht nicht, warum du bist so gemein zu Jaffa. Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jaffa ist nicht böse. Jaffa sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kaka. Wie bitte? Hier hast du. Jaffa wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. Naja, das ist aber nicht gerade viel, wirklich. Ich könnte es ja behalten. Aber hier. Ich soll es behalten? Ach ja. Ich bin tatsächlich im Reich der Toten gewesen. Siehst du, die alten Legenden sprechen viel Wahrheit. Aber dass du in einem Stück wieder herauskommst, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du zweifelst nicht an mir. Bono, das tue ich auch nicht. Aber früher forderte die Reise ins Reich der Toten Opfergaben. Nichts Schlimmes. Ein Auge oder eine Jungfrau. Ist ja toll, dass du damit jetzt erst um die Ecke kommst. Es hätte dich nur unnötig beunruhigt. Hätte ich gerne mal ein Auge geopfert. Mal gucken, wie unser einäugiger, also jetzt einäugiger Held nach dem Verlust des Auges ausgesehen hätte. Wie will er dann noch bitte schön die Titanharpune schwingen? Ich koch uns was Leckeres. Du hast also nichts mehr. Dann behalte ich das Gold einfach. Jaffa, hast du auch nichts gegen. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Ist ja nichts. Ich habe ja gerade eben erst ausgenommen. Ach gut, neuen Kurs setzen Richtung an Insel der Diebe. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Insel der Diebe. Bones, die Knochenjägerin. Und natürlich regnet es. Ich will doch einfach nur ein schönes Inselklima genießen. Och Mann. Wir könnten ja jetzt einfach schon reisen, hä? Huh? Ich bin hier. Und Bones ist... warte mal, wir markieren das nochmal auf unserer Karte. Insel der Toten. I.M. Dort? Bones wurde vom Gnomfresser getötet, oder wie? Nicht getötet. Aber was zur Hölle? Warum da?
Das ist doch vollkommen abwegig. Wir waren da doch schon.